Moin, moin. Ja, heute gibt es eine kleine Vorstellung und zwar wieder ein Teil der Bundeswehrausrüstung. Das gute alte Nähzeug. Seit Anfang der Bundeswehr wirklich im Bestand, hat jeder Soldat am Mann. Ja, heute gucken wir mal rein, was da so alles Schönes drin ist. Ich weiß selber gar nicht, von wann dieses Ding ist. Müssen wir mal gucken. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Ich habe da mehrere von im Bestand. Das war das letzte, was ich mir mal bestellt hatte als Reserve. So, gucken wir mal hier drauf. Bundeswehr, Ewico. Ich kann es kaum lesen. Natürlich das Datum. Februar kann man erkennen. 1900. Na, schade. Kann man nicht sehen. Und ist auch noch die US-Versorgungsnummer ist auch noch zu kennen. Ich halte sie mal hin. Ihr könnt das vielleicht mal sehen. Da vorne müsste eigentlich das Datum stehen, wann das hergestellt worden ist. Kann man leider nicht mehr sehen. Ja, schade. Ja, ich lege es mal jetzt hier auf den Tisch und dann gucken wir da mal gemeinsam drüber, was wir hier alles so haben. Ja, das ist die Tasche. Ganz normaler Baumwollstoff mit so einem Bändchen zum Verschließen. Was wie so eine Rolltasche. Da ist eine Rolltasche, so. Ja, da haben wir uns ja schon angeguckt, den Stempel. Wollen wir mal die eine Seite auspacken, was wir da alle so drin haben. Ziehen wir alles raus. Und da ist noch was. So. Haben wir alles? Ne, da ist noch was. So. Als erstes haben wir hier zwei Sicherheitsnadeln. Ein Fingerhut. Hier ist ein Leins 24 Meter zweifach in Oliv. Dann ist hier eine kleine Tasche für Nähnadeln. Ich füge jetzt hier zwei Nähnadeln sind drin. Und wir haben Stopfgarn, Strumpfsocke in Grau und in Schwarz. So, das war die eine Seite. Dann packen wir das mal weg. Jetzt gucken wir, was in der anderen Seite noch drin ist. Haben wir das auch mal in einen Rutsch rausgezogen? Ja. Ist da noch was in das? Ne, das war's. So, hier haben wir dann, wirbelt sich hier schon auf, einmal ganz normales Garn in Oliv. Noch eine Sicherheitsnadel, eine größere, die legen wir mal hier rüber zu den anderen. Eine Schere. Und ein Paket mit verschiedenen Knöpfen. Ja, das war es auch schon wieder. Das war ja eine kurze Vorstellung. Ja, viel ist da ja auch nicht drin in so einer kleinen Tasche mit dem Nähzeug. Ja, hat jeder Soldat am Mann für kleine Reparaturen. Eine Uniform, eine Ausrüstung an den Socken, was halt so anfällt. Ne? Ja. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.